Moin moin, das wird jetzt ein bisschen ein unsynchrones Video, denn mein Schnittprogramm spinnt irgendwie gerade komplett und wenn ich die Sequenzen abspiele, um sie synchronisieren zu wollen, hakt das immer. Das heißt, es wäre komplett verzögert und am Ende würde ich viel mehr oder viel länger reden, als das Video eigentlich ist und das würde alles nicht funktionieren. Deswegen habe ich mir jetzt einfach die Zeit aufgeschrieben, wie lange das Video läuft und werde da einfach ein bisschen nebenbei was dazu sagen. Ihr seht mich gerade auf einem neuen Pferd, das ihr auf dem Kanal noch nicht gesehen habt. Und zwar ist das Sarah. Sarah ist ein 6-jähriges Huffy-Mix-Pony und wir haben sie für den Schulbetrieb gekauft. Sarah ist, wie gesagt, ein Huffy-Mix. Das heißt, den Haflinger, den sieht man ja sehr deutlich. Man sieht aber auch, dass sie kein reiner Haflinger ist. Sie ist relativ klein. Sie ist 1,40 Meter groß, was jetzt aber auch bei einem Haflinger sein kann. Sie ist aber auch ein bisschen dunkler und sie ist auch vom Körperbau her nicht typisch Haflinger. Da steckt noch relativ viel Welch-Pony mit drin, was sie eigentlich zu einem relativ fleißigen Pony macht. Als wir Sarah gekauft haben, haben wir sie als Problempferd gekauft. Das heißt, sie war auch als Problempferd inseriert. Sie hat niemanden aufsteigen lassen. Wir sind dann trotzdem hingefahren, weil wir sie so jetzt von den Fotos her erstmal sehr passend fanden, von der Größe her, aber für das, was wir gesucht haben. Wir haben ein Pony gesucht, was ein bisschen größer als Meloni ist, was aber auch so stämmig ist, dass sie eben auch noch kleine Erwachsene tragen kann oder dünne Erwachsene tragen kann. Und da hat Sarah einfach wirklich perfekt reingepasst. Wir sind dann trotzdem hingefahren, um sie kennenzulernen. Man muss auch wirklich sagen, so vom Charakter ist sie super lieb. Sie hat sich überall anfassen lassen, sie hat sich überall hinführen lassen. Wir sind mit ihr dann von dem Hof weggelaufen. Das war wirklich alles top. Aber es war wirklich wie beschrieben, sie hat mich nicht aufsteigen lassen. Weder mit Sattel, der Sattel hat aber auch gar nicht gepasst, den die hatten. Also ich konnte noch nicht mal mit meinem Fuß in den Bügel tun, ohne dass sie sich hektisch weggedreht hat. Und auch ohne Sattel, wenn man jetzt sich einfach nur so ein bisschen drüber gelegt hat, ich bin ja 1,70, das heißt, ich kann mich über 1,40 Meter einfach so drüber legen, hat sie sich sofort sehr stark angespannt. Und wenn ich mein Bein sozusagen abgewinkelt habe, dass meine Mutter mich hochstützt, ist sie auch sofort gleich sehr, sehr hektisch und sehr, sehr panisch geworden. Und wir haben das natürlich an der Stelle dann auch nicht weiter vertieft, denn beim Probereiten geht es jetzt nicht darum, das Pony komplett in Panik zu versetzen, sondern halt vor allem einfach einen Eindruck zu bekommen. Wir haben uns aber definitiv zugetraut, das zu korrigieren. Der Fehler oder dieses Verhalten ist dadurch zustande gekommen, dass die Leute sich halt einfach immer da drauf gesetzt haben, ohne das Pony irgendwie einzureiten. Und Sarah hat das am Anfang auch sehr, sehr lieb mitgemacht. Und irgendwann hat sie es halt nicht mehr lieb mitgemacht und hat dann halt mein Kind runtergeschmissen. Und das Verhalten hat sie sich dann halt so ein bisschen angewöhnt und hat einfach auch Panik vom Reiter bekommen, weil für sie das halt einfach komplett ungewohnt war, dass da einfach irgendjemand drauf sitzt und ihr hat das einfach extrem Angst gemacht. Wir haben uns dann trotzdem dafür entschieden, Sarah zu kaufen und wie ihr schon seht, mittlerweile lässt sie einen aufsteigen. Ich bin nicht durch Magie da drauf gekommen, sondern meine Mutter hat dann sehr, sehr viel vom Boden aus mit ihr gearbeitet. Erstmal überhaupt sie an Equipment zu gewöhnen, ganz in Ruhe, sie zu longieren. Die ganzen Basics erstmal beizubringen, Schritt, Trab, Galopp, einfach überhaupt erstmal das hinzukriegen. Und im nächsten Schritt hat sie dann eben Kinder drauf, also erstmal nicht draufgesetzt, sondern drumherum hüpfen lassen, überall abklopfen lassen und, das wirklich schrittchenweise entwickelt. Und als das gut geklappt hat, dann einen Fuß in den Steigbügel und wieder runter und. Das haben wir allerdings damals nicht mitgefilmt, denn erst als Sarah in einem Zustand war, dass sie den Reiter problemlos hat aufsteigen lassen und an der Longe auf die Reiterhilfe Schritt Trab gelaufen ist, kam es dazu, dass ich sie dann übernommen habe. Denn mein Job ist jetzt sozusagen, sie für den Schulbetrieb oder für die Kinder ready zu machen. Das heißt, das nächste Ziel ist, dass sie frei reitbar auf dem Reitplatz Schritt Trab Galopp laufen soll. Und ja, das seht ihr jetzt eben hier schon. Also man sieht natürlich deutlich, wenn ich sie reite, zum einen bin ich relativ groß für das Pony. Sie kann mich problemlos tragen, das ist jetzt kein Problem, aber proportionstechnisch sieht es natürlich nicht so optimal aus. Mir ist auch sehr stark aufgefallen beim Reiten, dass sie im Schrab vor allem da schon sehr natürlich noch sehr untakt reinläuft, was auch komplett normal ist für ein noch nicht eingerittenes, ausgebildetes Pferd. Aber vor allem eben, wenn der Boden etwas härter ist, dass sie dann Probleme hat. Deswegen haben wir sie auch nochmal vom Hufschmied anschauen lassen. Und dabei hat sich dann herausgestellt, dass die Vorbesitzer ihre Hufe wohl zu stark haben kürzen lassen, weshalb sie sehr, sehr fühlig ist. Zumindest ist das insofern ein gutes Zeichen, dass sie, ich hatte halt Sorge, dass ihre Hufstruktur nicht gut genug ist, dass sie einfach Eisen braucht oder Hufschuhe oder irgendwas. Aber es ist wirklich nur so, dass die Hufe da zu sehr gekürzt wurden. Deswegen läuft sie aber arg fühlig, wenn der Boden etwas härter ist. Aber alles in allem, denke ich, sieht man sehr, sehr gut. Also das an der Longe war das erste Mal reiten und das Freireiten, was ihr jetzt seht, war das zweite Mal reiten, dass sie wirklich sehr, sehr, sehr artig ist, sehr lieb zu bedienen ist, sehr willig ist. Und ja, ihr seht jetzt dann gleich noch, oder ihr hört jetzt dann gleich noch,
das dritte Mal reiten oder das vierte Mal. Aktuell reite ich sie 3 bis 4 Mal in der Woche mit Abständen. Und wie insgesamt der Plan die nächsten Tage weiter ist, werde ich euch jetzt gleich persönlich vom Pferd aus erzählen. Ich hoffe, es gefällt euch, dass ich euch so mitnehme. Und ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Sonntag. Und ihr könnt mir mal eure Fragen zu Sarah oder zu allem anderen in die Kommentare schreiben. Ihr habt euch ja gewünscht, dass ich euch mehr mitnehme bei Sarahs Ausbildung. Und das ist total schade. Ich hatte heute keinen zum Filmen. Und ich habe aber heute das erste Mal mit Stangen gearbeitet. Also es ist ja gerade so, dass ich Sarah auf dem Platz schon Trab reite, damit sie einfach ein bisschen mehr Kraft auch kriegt. Und ich mache auch immer nur ganz kurze Einheiten. Da lagen jetzt noch die Stangen. Deswegen dachte ich, das ist vielleicht mal eine ganz gute Abwechslung. Aber das hat sie wirklich gar nicht interessiert. Also ich habe hier so verschiedene Stangen auf dem Zirkel. Die kann man dann von verschiedenen Richtungen gehen. Und dann habe ich hier eine Cavaletti und hier, das ist sozusagen der Mittelzirkel. Und ich bin über alles mit ihr drüber getrabt und das hat sie überhaupt nicht interessiert. Das hat sie wirklich sehr, sehr brav und sehr, sehr cool gemacht. Nächste Woche gehe ich dann mit ihr ausreiten. Einmal im Schritt-Trab mit Maren mit einem sicheren Pferd vorneweg. Und wenn das super gut und brav klappt, so wie ich mir das vorstelle, dann würden wir eben auch mit dem Galopp anfangen. Den machen wir nämlich im Gelände auf gerader Strecke. Das wäre einfach für das Pferd überhaupt nicht cool, auf so einem Platz, wie wir ihn jetzt haben, da irgendwie in Galopp gescheucht zu werden mit meinem Gewicht oben drauf. Von daher machen wir das auf gerader Fläche im Gelände. Da hat es wesentlich viel mehr Sinn. Und wenn sie dann auch die Kraft hat, das zu tragen und das durchzugaloppieren, dann machen wir das dann auch zu Hause auf dem Platz. So, wir sind auf unserem allerersten Ausritt. Vor uns ist Quintino als sicheres Führpferdchen. Und alleine der Fakt, dass ich von hier oben ein Video mache, zeigt euch, dass das bisher genauso ist, wie ich das eingeschätzt habe. Und zwar, dass Sarah sehr entspannt ist. Sie ist sehr fleißig. Das ist sie einfach auch grundsätzlich unter dem Reiter. Aber sehr gut handelbar. Upsi, was sind hier Büsche ritten? Also bis jetzt sehr handelbar. Wir werden auf jeden Fall oben auch eine Strecke traben. Heute ist wirklich nur Schritttrab, eine kleine Runde angesagt. Einfach erstmal gucken, wie es klappt. Und wenn das die ganze Zeit auch wirklich so klappt und so handelbar ist, dann würden wir nämlich den Galopp dann im Gelände entwickeln. Ich finde das immer schöner. Das ist dann geradeaus, der Boden ist besser und es ist halt eben nicht so schnell um die Kurve wie auf dem Reitplatz. Deswegen würde ich das gerne so machen, aber natürlich halt nur, wenn sie handelbar ist. Weil wenn sie mir im Trab schon gleich irgendwie halb durchgeht, dann brauche ich natürlich nicht anzufangen und zu sagen, hey, lass uns im... Ist gut, Pony, wir müssen ein bisschen mal nach links. Ja. Oh, ja, das war ein Busch in meinem Gesicht. Warte mal, wir haben irgendwie Lenkprobleme hier. Mit einer Hand ist irgendwie schwierig. So, ich habe sie wieder auf dem Weg. Sie ist halt noch sehr fühlig, habe ich, glaube ich, schon im letzten Part gesagt. Die Vorbesitzer haben die Hufe zu kurz schneiden lassen. Wir haben sie vom Huschmied jetzt anschauen lassen, weil sie so fühlig ist. Und ich gesagt habe, vielleicht braucht die Eisen, vielleicht ist sie einfach so fühlig. Aber der Huschmied hat gesagt, sie wurde einfach zu kurz verschnitten. Und deswegen ist sie so fühlig. Das muss noch ein bisschen nachwachsen. Aber deswegen versucht sie hier gerade so ein bisschen aufs Grüne zu drängeln. Und übrigens auch zur Vorbereitung. Ich habe mich jetzt nicht einfach da drauf gesetzt und gesagt, so ich gehe heute ausreiten. Sondern Sarah hat eine Pflegebeteiligung. Und derjenige geht mit ihr wirklich sehr, sehr häufig spazieren, fast jeden Tag und das auch alleine. Das heißt, natürlich haben wir sie erstmal an das Gelände gewöhnt, geguckt, wie sie so drauf ist. Und ich denke, ja, so ist das der beste Ausbildungsweg, den Galopp zu entwickeln. So habe ich es mit all meinen Pferden gemacht, aber Grundvoraussetzung ist, dass das Pferd unerschrocken im Gelände ist und sich im Schritt und im Trab sicher regulieren lässt, sonst sollte man solche Experimente lieber nicht machen. So, wir sind auf dem Weg zurück zum Stall. Das ist logischerweise der gleiche Blick fürs Weg, bloß von der anderen Seite, der im Stall vorbeiläuft. Und sie war, wie erwartet, sehr, sehr artig. Also beim ersten Trab war sie so ein paar Schritte spannig und war so, oh, okay, was machen wir jetzt? Aber dann war sie sehr, sehr artig. Also genau, wie ich das erwartet hatte, auch sehr unerschrocken. Lässt sich auch sehr gut einfach überall hinlenken, ohne dass sie jetzt an Quintino dran klebt. Auch wenn Quintino lostrabt, rennt sie nicht gleich mit, sondern wartet, was ich da oben sage. Also sehr sympathisches kleines Pony, muss ich einfach sagen.